1.9.39, 12.25 Uhr. Wir sind um 12.25 Uhr aus Wilhelmshaven ausgelaufen. Keine besonderen Vorkommnisse, Mannschaft macht einen guten Eindruck. 2.9.39, 9.33 Uhr. Haben AN55 ohne Probleme erreicht. Steuern nun tiefere Gewässer an. Tauchtest steht bevor, angepeilte Tiefe 150 Meter. 2.9.39, 23.45 Uhr. Das Boot hat ohne Probleme die angepeilte Tauchtiefe von 150 Meter erreicht. Sind somit einsatzbereit, setzen Patrouille fort. 3.9.39, 17.57 Uhr. England und Frankreich haben uns heute den Krieg erklärt. Die Mannschaft ist besorgt, aber fokussiert. Setzen Patrouille fort. 4.9.39, 22 Uhr. Ausguck meldet gegen 22 Uhr Sichtkontakt Richtung Westen. Nehmen Fahrt auf, um abzufangen. Kontakt stellt sich als eigenes U-Boot heraus. Nehmen alten Kurs wieder auf. 6.9.39, 22.15 Uhr. Um 21.45 Uhr meldet der Ausguck Schornsteinrauch am Horizont. Kontakt stellt sich als englisches Frachtschiff heraus. 22 Uhr, zwei Torpedos abgeschossen. Kurz danach zwei Detonationen zu vernehmen. Frachter sinkt nach 2 Minuten. Befehl zum Auftauchen gegeben. Haben 8 Überlebende der Baron Kinnard an Bord genommen. Restliche Überlebende mit Nahrung versorgt. Nehmen alten Kurs wieder auf. Einen wunderschönen Willkommen hier auf meinem Kanal BK Play. Ich bin BK und wir legen los mit der zweiten Episode von unserer U-Boot-Serie. Ja, in der letzten Folge haben wir erfolgreich ein feindliches Handelsschiff torpediert und versenkt. Ich war jetzt schon ein bisschen unterwegs. Wie man sieht, wir haben den 7. September 1939. Und ich habe gerade ein Funktelegramm erhalten, dass sich im Planquadrat AN248 etwas aufhalten soll. Ein Handelsschiff. Mit südwestlichem Kurs. Ich bestätige das Ganze einmal. Das wurde hier gesendet. Ich sage, wir fahren einfach mal in die Richtung und gucken, was dabei rumkommt. Ob wir was sehen, ob wir was hören. Vielleicht hier vorne mal tauchen und mal rundum horchen, ob man irgendwas mitkriegt. Weil wir haben ja noch so ein paar Aale im Bug. Könnten wir eigentlich auch mal dann, ne? Ne, nichts zu hören, nichts zu hören. Diese Kompressor wieder an. Ja, wenn irgendwas Spannendes ist, dann werdet ihr es erfahren. Bis gleich. Da sind wir wieder. Ich weiß nicht, ob es was Spannendes ist, aber U1305 hat uns eine Nachricht geschickt. Frachter im Planquadrat AN245, Kurs nordöstlich, Geschwindigkeit langsam, kann nicht abgefangen werden. Naja, AN245. Hier. Da brauchen wir uns nicht hinbegeben. Wird nach Bergen fahren, das schaffen wir nicht. Können wir ignorieren. Also, leider nichts Spannendes. Und es geht weiter mit den Funktelegrammen. U606. Konvoi. Das hört sich gut an. Konvoi im Planquadrat AN766 entdeckt. Kurs 348, 7 Knoten. Weitere Peilmeldungen folgen. Wir werden die Position stetig melden, solange eine Übertragung möglich ist. Ja. Würde ich sagen. Da begeben wir uns nochmal hin. Mal herhören, Männer. U-Boot operiert auf Konvoi. In 9 Stunden ist mit Feindkontakt zu rechnen. Thank you.
Wir haben Schornsteinrauch am Horizont. Ich nehme an, es wird der Konvoi sein. Wir nähern uns noch ein bisschen. Wir haben Nacht, das ist gut. Wie spät ist es denn? Okay. Oh, die Nacht fängt gerade erst an. Das ist sehr gut. Gucken wir doch mal, was wir hier haben. Ein Schiff. Das ist doch aber kein Konvoi. So, Momentchen mal. Das ist eine Empire Tower. Das ist ein Einzelfahrer. Hä, wo ist denn das ein Konvoi? Oder ist er... Okay, pass auf. So. Das heißt, wir werden jetzt unsere Torpedos nicht... Lass mal gerade gucken. Nein, 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 kein Torpedoangriff. Wir werden diesmal einen Überwasserangriff starten. Wir haben genug Munition dabei. Es ist Nacht, es ist nicht mit feindlichen Flugzeugen zu rechnen. Da vorne. Viel zu kurz. Zu hoch. Immer noch zu hoch. Okay, Moment. Wir werden uns mal ein bisschen ransneaken. So, wir sind in flachen Gewässern, aber das ist nicht so schlimm. So. Treffer. Und dann gucken wir uns nochmal U606 richtig an. Schön auf der Wasserlinie. Wasser ist zwar ruhig, aber... Na, der ging, glaube ich, nicht rein. Kleine Fahrt. So, hast du jetzt mal Lust abzusaufen? Wäre, glaube ich, ein Torpedo doch schneller gegangen, ja? Nicht mal ein Feuer am Deck. Aber es kriegt Schlagseite. Zumindest bilde ich mir das ein. Das wollte ich nicht.
Warte mal hier. Da. Panzer brechend. Aha. Okay, Rettungsboote. Na endlich. Das hat aber auch. So, du bitte wieder zurück an den Kartentisch. Greta Force. Die Greta Force ist gesunken. Okay, so, schauen wir doch mal. Rettungsboot. Oh. Da ist ja niemand drinne, oder? Doch, da ist wer drinne. Wurde mir nicht angezeigt, oder? Na gut, geben Sie Vorräte. Wir geben hier mal wieder... Alles Gute. Und hier Vorräte. Wir können nämlich keine Leute mitnehmen. So. Und jetzt gucke ich mal. Das war's, da ist nichts. Gut, dann, ja. Das war der Konvoi. Mensch. Also, wenn was Spannendes passiert, nehme ich euch wieder mit. U300 schickt ein neues Funktelegramm. Mehrere weit auseinanderliegende Rauchwolken im Planquadrat AN793. Verdächtiger Konvoi, Kurs südwestlich, sende Peilmeldung. Okay, das ist wieder ein Konvoi. Angeblich. Diesmal südwestlich. Wir schauen mal. Wir haben wieder Schornsteinrauch. Aber... Alarm! Auf Gefechtsstation! Was ist das? Wieder ein englisches Schiff? Wieder ein Einzelfahrer? Mitten am Tag? Ja gut, dann. Schnappen wir uns den, ha? Weil ehrlich gesagt... Torpedos sind auch teuer. Die Geschützmunition ist günstiger, ehrlich gesagt. Na gut, wir werden den Kontakt mal ein bisschen rankommen lassen. Und noch sind die Frachtschiffe ja nicht bewaffnet. So, langsame Fahrt. Was ist denn das? Irgendein Küstenschipper, ha? So, mal gucken, mit Panzerbrechner Munition geht das Ganze vielleicht ein bisschen schneller. Okay, es brennt schon mal. Das ist ja schon mal was. Ich verstehe noch nicht, warum die U-Boote sagen oder per Funktelegramm melden, dass da Konvois unterwegs sind, wenn da doch gar keine Konvois unterwegs sind. Oha. Die armen Teufel, Alter. Ist da überhaupt einer rausgekommen? Das sieht nämlich nicht so aus, als wäre... Doch, da sind Rettungsboote, okay.
So. Die Norfolk 1 ist versenkt worden. Okay. Rettungsboot, Rettungsboot. Wir bewegen uns zu schnell. Gucken wir mal, ob wir ein bisschen Hilfe leisten können. So, ein paar Vorräte. Das sind die letzten Vorräte, die wir verfanden. Ne, wir werden... So, die kriegen 5. Ah, dann kriegst du auch nur 5 Punkte, okay. Aber... Es geht ja darum auch noch... Dass auch noch die nächsten Leute da... was kriegen. So. Okay, noch sagt er mir... Sind die da? Schauen wir mal. Zeit für eine Pause. Vielleicht ist der Konvoi ja doch noch da. So müde. So, also Moment, sieht's bei mir auf dem Schiff gar nicht gut aus. Muss ich mal ganz ehrlich sagen. Wir haben hier ein norwegisches Schiff, wenn ich das richtig sehe. Das werden wir jetzt mal kontrollieren. So. Da kommt es. Senden Sie ein Prisenkommando. Ich kann nur Michael Knot schicken. Und zwei von den Leuten. Die anderen sind alle zu müde, ne? Ja. Gut, dann gehen wir mal rüber, gucken, was die Norweger so zu erzählen haben. Der Captain des Frachters hilft ihrer Mannschaft an Deck zu kommen und begrüßt jedes Mitglied ihrer Delegation mit einem Willkommen. Anschließend stellt er sich als Gail Ebeling vor. Er spricht Englisch und kennt nur die Grundzüge der deutschen Sprache. Leider stellt sich das als ziemlich problematisch heraus. Trotzdem schaffen es beide Parteien ein einigermaßen einfaches Gespräch zu führen. Nach dem Austauschen von Höflichkeiten lädt er sie in seine Kapitänskabine ein, damit sie sich in Ruhe unterhalten können und er ihnen die eventuell benötigten Unterlagen zeigen kann. Der Captain führt sie in seine Kabine und bietet ihnen an, es sich bequem zu machen. Anschließend sieht er sich auf dem Schreibtisch um und findet einige Dokumente, bei denen es sich anscheinend um die Frachtdokumente handelt. Er fragt, ob sie einen Blick darauf werfen möchten. Auf jeden Fall. Sie fragen den Captain nach Dokumenten, aus denen hervorgeht, welche Fracht auf seinem Schiff geladen ist und wohin sie fährt. Darauf war er vorbereitet, denn er hat diese Dokumente bereits vorbereitet und händigt sie ihnen sofort aus. Er sieht ein wenig nervös aus, als sei der... Als sie den Inhalt des Dokuments genau analysieren. Meine Güte. Sie können allerdings nicht viel aus diesen Dokumenten entziffern, da sie in Englisch geschrieben sind. Sie können nur ein paar Hinweise auf Hafen von Bergen entdecken. Also ist das wahrscheinliche Ziel, auf das sie zusteuern. Wenn ihre Interpretation richtig ist, ist dieses Schiff nicht in einen Kriegseinsatz verwickelt und seine Versenkung könnte zu einer diplomatischen Zwischenspeicherung. Okay, akzeptieren. Ja gut, ich kann hier nicht viel machen. Ich habe so das Gefühl, alle meine Leute sind im Arsch, ne? Alle. U606 schickt wieder irgendwas, aber kann ich nicht lesen. Warte mal, aber er kann wieder ran. Mal sehen, was U606 schickt. Ich meine, die haben uns ja eben schon mal Blödsinn erzählt.
Oh, das geht recht schnell. Schornsteinrauch im Schlafquad A739, ja. Ja. Das, ach Gott, das wollte ich gar nicht. Du bitte wieder dahin. Nein. Ein bisschen Sprit sparen. So, wir können vielleicht neues Funktelegramm. Okay. Ein sehr wertvoller Hochfrequenz-Peilprototyp wird mit dem Frachtschiff Ryston nach Hafen von Edinburgh transportiert, wo weitere Tests durchgeführt werden. Die Versenkung dieses Schiffes wird den feindlichen Fortschritt bei dieser Technologie merklich verlangsamen. Unsere derzeitige Schätzung der aktuellen Position ist AN785 mit einem Kurs von 27 Grad. Das Schiff bewegt sich in einem Konvoi mit einer Geschwindigkeit von 7 Knoten. Okay, jetzt wird es witzig. So, hier. Hafen von Edinburgh ist hier oben. Gut, dann warten wir jetzt auf den Konvoi. Neue Befehle, ja. Aber wo sind sie? Ah, da hinten. Ryston sollen wir versenken, alles klar. Es ist richtig schlechtes Wetter, das ist auch gut. So, und dann gucken wir doch mal. Das ist ein Kriegsschiff. Alarm! Auf Gefechtsstation! Schneller, schneller! So. Periskoptiefe. So, mein Freund, du übernimmst das Kommando. Du gehst Akustik, kriegst einen Typen dazu. Du gehst bitte an die Tiefensteuerung. Du kriegst zwei Leute dazu, weil ihr müsst die Torpedos vorheizen. So. Wir sind unter Wasser. Okay, da ist der Zerstörer oder Korvette, ich kann es nicht genau erkennen. Da. Hallo. Hallo, Mr. Tanker. Freut mich, Sie kennenzulernen.
Aber ich sehe im Moment nichts anderes. Das verwundert mich. Da ist doch was, oder? Scheiße. Hören wir was? Da. Und noch ein Kriegsschiff. Ja, den Tanker kann ich eigentlich nicht vorbeiziehen lassen. Hier wird das Peilgerät drauf sein. Da bin ich sogar sehr sicher. Aber dann müssen wir die halt noch ein zweites Mal angreifen. Weil, also, den Tanker, der ist... da ist es. Da ist es, da ist es. Aber die fahren zu weit auseinander. Da. Erstmal einrasten. Das Tanker ist klar. Ist das eine Dale? Oder ein Oi? Ehrlicherweise glaube ich, das ist eine Oi. Oder? Ja, das ist eine Oi. Okay, schade. Scheiß Wellen. Scheiß Wellen. Gehen wir mal davon aus, dass 7 Knoten stimmen. Aber trotzdem müssen wir es überprüfen. Wäre toll, wenn da jetzt nicht... Ja, genau das habe ich befürchtet. Oh, Mann! Wir müssen das gleich nochmal machen, aber... Ja. Okay, Kurs. So. Bleiben wir bei 7 Knoten. Bleiben wir bei 7 Knoten. So, die Oi-Klasse ist 136 Meter. 110, 120, 130 ist doch richtig, oder? Warte mal. Oh nein. Gut, dass ich geguckt habe. 110, 120, 130. So. Dann. Sagen wir mal 70. Zack. 7 Knoten ist eingestellt. Entfernung, da sind wir ja gerade dran. So. T2, T2, T1, T1. Rohr 3, bewässern. Rohr 4, bewässern.
Rohr 4 fertig. So. Jetzt würde ich gleich nochmal Entfernungscheck durchführen. Und dann können wir auch gleich loslegen, würde ich sagen. Na, wir brauchen noch einen Moment. Wir warten noch einen Moment. Noch ist nicht der ideale Schusswinkel. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass sie uns bei dem Seegang erwischen. Wir machen auch keine Fahrt. Stattdessen können wir eigentlich noch mal ja, nicht, dass wir falsche Daten haben. Komm, jetzt bitte keine Riesenwelle da. Sehr gut. Und ja, 7 Knoten passt. So, genau in der Mitte. Machen nochmal einen Entfernungscheck. Und dann würde ich sagen, hauen wir sie raus. Rohr 3 los. Und Rohr 4 los. Tja. Dumm gelaufen. Die Torpedos sind komplett vorbeigelaufen. Schnell wieder auf Periskoptiefe hoch. Das ist jetzt sehr ärgerlich. Ich glaube aber, ich weiß, wo der Fehler lag. Verdammt nochmal. Na gut, dann. Okay, wir müssen uns jetzt beeilen. So. Einrasten. Zack, 7 Knoten, das stimmt noch. Da bleiben wir auch bei. Entfernung. Bestätigen. Rohr 1, bewässern. Jetzt sind wir direkt auf 90 Grad. Und jetzt hauen wir die raus. Das ist jetzt sehr ärgerlich. Zwei Torpedos, zwei gute Torpedos verschwendet. Hoffen wir, dass es jetzt klappt. Ja?
Gut, wir haben zwei Torpedos, haben wir, wie gesagt, verschossen. Rohr 1 geladen. Schneller, schneller! So, fahren wir ein bisschen vorwärts. Und stopp. So, natürlich wollen wir nicht. Ups. Einmal hoch. Gucken wir mal, wir haben ja hinten auch noch ein Torpedorohr. Vielleicht kriegen wir den hinten, ja? Das sieht mir nach einem Kriegsschiff aus, ja? Das wollen wir auch nicht. Da. Gucken wir mal, was könnte das sein? Das ist eine Empire Tower, würde ich sagen. Und das ist auch das Schiff, was wir suchen. So, einrasten. Empire Tower. Oder? Das ist eine Bell. Wenn ich jetzt wieder wüsste, ist... Es kann auch eine Bell sein. Warte mal, Empire Bell. Ja, es macht halt schon einen Unterschied. Also die Explorer ist es definitiv nicht. Ah, wir werden das herausfinden. Sagen wir mal 7 Knoten. Okay. Jetzt sehen wir es gleich wahrscheinlich. So, lass mal gucken. Mach mal. Danke. Ich sehe es nicht. Ich sehe es nicht. Aber... Doch, okay. Es ist eine Bell. So, Empire Bell. Dann bitte einmal... Entfernung. Bestätigen. So. Zack. Was hat die Bell für eine Länge? 100 Meter. 100 Meter, 100 Meter. Raus. Das war jetzt so eine ganz schnell aus der Hüfte geschossen quasi. Ich fürchte, das geht daneben. Aber hey, Versuch ist es wert. Wir sehen uns. Bis gleich. Tja, dumm gelaufen, Torpedoversager.
Wir wären aber auch mit 6 Knoten besser gefahren, ehrlich gesagt. Ich bin nicht sicher, ob wir... Vielleicht kriegen wir noch einen zweiten Schuss hinten raus. Wir gucken mal, das wird ja gerade nachgeladen. Fieberhaft. Die Dingen sehen uns auf jeden Fall nicht, die Kriegsschiffe. Wir haben aber auch nur noch 2 Kriegsschiffe und das eine, die Royston. Das heißt, selbst wenn die uns jetzt gleich entkommt, hey, dann fahren wir im Bogen bis hier oben hin, dauert's noch. Aber wir haben hier noch Schraubengeräusche, hier oben, also hier ist richtig was los, hier ist richtig was los. So, wir schauen aber mal. So, einrasten. Kurz einmal gucken. Knoten passt. Rohr 5 geladen. Instandhaltung abbrechen. Danke. Rohr 5. Bewässern. Das war der letzte Torpedo im Hecktorpedoraum. So. An Kriegsschiffen haben wir kein Interesse. Die werden wir ignorieren. Wir haben das Ziel erfüllt. So, da sind wir. Haben wir uns auf Grund gelegt. Wir haben noch 6 Torpedos an Bord. Ich bin am Überlegen, tatsächlich, wenn die hier weg sind, dass wir sagen, wir treten die Heimreise an nach Wilhelmshaven, uns neu bewaffnen, der Mannschaft eine kleine Auszeit gönnen und dann mit einer neuen Mission wieder rausfahren. Weil ich glaube, wir haben unser Soll tatsächlich erfüllt für diese Mission. Also, wir schauen mal, was die
dass die Zerstörer und die Korvetten machen. Nicht, dass wir uns noch was aufs Dach schmeißen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Am 11.09.39 um 18 Uhr gab ich Befehl, mit dem Boot nach Hause zurückzukehren. Jeder an Bord ist froh, es heil geschafft zu haben. Bei dem Gedanken, es zukünftig mit der Royal Navy aufnehmen zu müssen, verfinstern sich die Mienen einiger Besatzungsmitglieder. Jeder weiß, dieser Krieg ist Weihnachten nicht beendet. So, Feindfahrt beendet. Also, Kurt Hoffmann erhält eine neue Auszeichnung, das Eiserne Kreuz zweiter Klasse. Und hat die Hälfte zum Eisernen Kreuz erster Klasse zusammengesammelt. Jürgen Gutmann erhält eine neue Auszeichnung, das Eiserne Kreuz zweiter Klasse. Das Eiserne Kreuz erster Klasse. Und hat etwas mehr als die Hälfte zum Deutschen Kreuz zusammengesammelt. So, Mission in Kampagne abgeschlossen. Erste Unternehmung. Nach einer intensiven Ausbildung und Vorbereitung ist die U-Boot samt Besatzung bereit für ihren ersten Einsatz. Herr Kommandant, wählen Sie eines der Einsatz. Achso, okay. Zusätzliche Belohnung 100% Ansehen oder was auch immer das ist. Also, wir haben die Baron Kinnert versenkt. Unsere Informationen besagen, dass dieses Schiff in Vereinigtes Königreich registriert war. Es transportierte Rohstoffe von Bergen nach Edinburgh und hatte eine Tonnage von 4.569 Bruttoregistertonnen. Greta Force versenkt. Unsere Informationen besagen, dass dieses Schiff im Vereinigten Königreich registriert war. Es transportierte Werkzeuge von London nach Edinburgh und hatte eine Tonnage von 4.037 Bruttoregistertonnen. Norfolk 1 versenkt. Unsere Informationen besagen, dass dieses Schiff im Vereinigten Königreich registriert war. Es transportierte medizinische Versorgungsgüter von London nach Bergen und hatte eine Tonnage von 4.379 Bruttoregistertonnen. Unsere Informationen besagen, dass dieses Schiff in Vereinigtes Königreich... Okay, Öl. Royston. Haben wir so viele Schiffe versenkt? Krass. Ja gut, wir haben die zwei Schiffe, die haben wir hier mit der Deckern runtergeholt, ne? Damit sind wir am Ende der heutigen Episode angekommen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr mich weiter unterstützen wollt, würde ich mich über ein Abo echt freuen. Und sollte euch das Ganze hier zudem noch gefallen, tja, dann schaut beim nächsten Mal wieder rein. Bis dann, euer BK.